Artık ilerisi var. Yazıklar olsun. Anne kaç defa dedi. O çiş çiğ üstüne. Allah'ım pislik. Sen de onun üstünde yatıyor. Çarşaf koyuyoruz biz. On to last kids. Çarşaf üstüne koyuyoruz. Bırak çok güzel. Bunu da iyi yapacağız. Bir de. Emre işin çok. Buraya ise stark gemacht, der Konter läuft. Nee, da kommt er nicht durch. Hata şu ki Emre senin adamı geldiğinde onu görmüşsün. Ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Vielleicht war in dieser Situation wirklich nicht mehr drin. Şu amcanı da getir. Auf dem Weg in Richtung 16er. Und bitte! Es war warm! Ein super Tor! Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Der Ball ist frei und der macht ihn rein. Ein schwacher Stürmer, der schaltet in dieser Situation. Aber ein klasse Mann, der ahnt das Ganze. Der setzt nach und dafür wird er belohnt. Anne! Bir şey diyeceğim. Eve o millet para giriyor, fakiriz diyor. Vallahi ya. Fakiriz diyor ya. Fakiriz diyor. Ne de böyle zek. Salak salak. Sinir ediyor. Tayyip. Hayır, tabii Tayyip Erdoğan aynı. Sen kendini unuttun herhalde. O yüzden satacağız. Ağlama oğlum. Arkadaş. Und da ist halt einfach mal keiner. Hiçbir şey değil mi? Mazhar değil mi? Maşallah ya Adnan. Bir şey değil mi? Evin yiyicileri bekliyor. Evin yiyicileri bekliyor. Und was das heißt ist klar. Ein Wurf. O değil de o canım kazandı falan değil. Ben de var. Da wird er vom Ball getrennt. Bu ne her defa iki yalan ayıp. Ya yalan. Her ay iki defa yapıyor. Borçları kapatıyor diyorsun. Neler var acaba? Bir dakika. Bu ünlü yaratan şeylere hep iki ay hikaye mi alıyor ya? Taksiti. Yalan söyleyeyim. Yatırmasa ona para durdurlar mı? Yalan. Die Tür ist offen. Und jetzt schießt er. Im Nachsetzen. Der ist drin. Die Partie ist wieder offen. Für die Spannung ist das natürlich klasse. Ab jetzt alles wieder offen. Benim maaşım ne zaman gelecek? Der Abschluss ist einfach klasse. Ganz oğlum beni kıstı. Alles wieder auf Anfang. Der Ausgleich. Ein Ausstand der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie die beiden Mannschaften, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation einstellen, reagieren werden. Gefahr fürs Tor! Und er haut das Ding vor. Tüm paraları, maaşı, paraları yani. Oh, der Gegner hat ihn. Sind on durch dieses Foulspiel gibt's den Freistoß. Sonra ne oldular? Onlar mı? Bu ne ya? Ben kendi topuna takım. Kendi ayağına takım. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Der Mannschaft ist alles abverlangt worden in der ersten Halbzeit, aber sie hat eine tolle Einstellung an den Tag gelegt und sie ist zurück. So, wir stehen bei 1-1 und wollen mal gucken, was die Partie noch für uns bereithält. Er kommt auf der linken Seite gut durch. Penalty stimmt. Und der Schiedsrichter gibt den Freistoß. Vor gestern ja, das ist eine tricky Freistoßsituation da draußen. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Tut mir leid, ich gehe ohne die schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Bizim elemanla şeyi de arıyor. Gülakofan. Buraya geliyor. Anne. Eski arabası var yani. Das kann interessant werden. Keiner da. Patates'in ben ilk dersi.
Öbürkü Elif var, o da öyle diyor. Ben diyor, sen geleceğim diyor, diyor aparta çıkmadım diyor. İhtiyacı gelecek. Ulan ihtiyacı gelecek. Ulan diyorum sana diyorum, güzel yerler var. Ben düşündüm ama evet. Sonra da pişman olmuyor. Das kann interessant werden. Eve çıkacak adam yok ki yani nereye İbrahim. Bir kişi lazım. O da mesela söyleme bari gerizekalı. Da gibt's ne menge möglichkeiten in der Mitte. Strafe! Şey yaparız diyor. Yenikli bir patrasını sen kırdı çekersin. Ya greift hier rechtzeitig durch. Gidiyor lan ama. Hayır, Freddy diyor. Freddy 300 lira. Reis Möglichkeit! Orada benim de bir katkım olaydı. Erst dachte alles richtig, erarbeitet sich diese Chance. Elektrik faturası kiraya ödediyor, sen diyor. Ben de evi diyor, yiyecek menajerler. Elektrik faturası. Elektrik faturası. Wichtige Aktion des Abwehrspielers. Yak, sonuna kadar sobayı. Sınırsız tükenmez. Starke defensif aktion. Şaka yapıyorum ya, şaka yapıyorum ya şimdi. Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichter-Assistent. Ah, jetzt zieht er auf. Jetzt kann er noch mal draufhalten. Diesen Ball unter sich. Arango, Arango. Bak iyi izle beni gol atacağım. Gol atmak istediğin zaman her zaman gol atacağım. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Babayı mı atıyorsun? Atıyorsun ha. Yiyeceksin şimdi ona göre. Ergün Pembe gibi direkt satacak ama. Ihren letzten Einwechselspieler. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Und der Rückpass ins Zentrum. Ja, böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Sağ koyun bu abi. Ob das noch was wird? Hoca, bayrak kaldırdı. Hoca, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Diese Karte war erst nicht weg. Ja, ja, so was nennt man dann wohl taktisches Foul. Er wusste ganz genau, was er da tut. Er wollte ganz gezielt den Pass unterbinden. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Die letzten fünf Minuten dieses Spiels laufen. Es sind nur noch wenige Minuten und das ist zwar schöner Fußball, aber ohne den allerletzten Torwillen. Jetzt hat er die Chance. Vurun, köpek gibi vurun. Abpfiff. Das Spiel ist beendet. Ein Unentschieden also heute. Kein Team war letztlich in der Lage, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Ein Fußballspiel.